In der großen Halle im Prager Schloss heiße ich euch willkommen zu Part 11 von Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Wir sind hier und müssen irgendwas tun und ich habe mir erlaubt, hier mal das Optionsmenü zu gucken und da steht Ziele, finde den Schlüssel für die Bibliothek. Okay. Punkt 1, wir sollen einen Schlüssel finden. Punkt 2, wir wollen in eine Bibliothek rein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert hier, möchte ich hinzufügen, leider nicht. Funktioniert denn das hier? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Das funktioniert gar nicht. Da will er nicht mal versuchen aufzumachen. So, was haben wir denn hier? Das funktioniert nicht. Auch das funktioniert nicht. Was funktioniert denn eigentlich? Funktioniert das? Das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht, Indy. Jetzt wird's eng. Und am Ende vom letzten Part haben wir ja diese Kette hier gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dieser Kette weiterkomme. Indy atmet mal wieder schwer, wie wir das von ihm gewohnt sind. Von da kommen wir. Also ich könnte mir eigentlich ehrlich gesagt nur vorstellen, dass es da weitergeht. Zieht eure Peitschen, Dr. Jones. Genau. Und dann würde ich sagen, ich mache vielleicht ein bisschen runter, damit wir weiter schwingen können. Ja, noch weiter runter. Vielleicht bin ich jetzt zu weit unten möglich, aber ich versuche es trotzdem mal. Nein. Und hat gleich Schaden genommen, der arme Indy. Ja. Das war zu weit unten, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich geht, Leute. Ah, kann ich? Hier was hebeln noch? Nein, hier gibt nichts mehr zu hebeln. Der Hebel hat seinen Zweck erfüllt. Versuch's jetzt doch mal so. So geht's. Der Sound klingt gut. Allerdings, dass wir hier so einen Haufen Flaschen haben, das stimmt mich jetzt nicht gut, weil das heißt, dass es hier gleich abgeht. Das war die Tür, wo wir nicht durch konnten. Ein schöner Raum, wirklich. Wir brauchen Unterstützung. Okay. Ist das übel? Okay. Mit den Fäusten ist man einfach schneller. Der Amerikaner, schnappt ihn! Eine Eisenstange oder was auch immer das ist. Boah. Okay, da haben wir ein Wurfmesser gehabt. Okay, da ist ein Schlüssel, Leute. Mal noch nicht. Cooler Billardtisch übrigens. Sie Wurfmesser? ist voll. Was ist voll? Sie ist voll. Hier könnten wir irgendeine Patronen-Dingsi-Bumse bekommen, aber der will er nicht haben. Okay. Sie ist voll. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Hallo? Nein. Was macht er hier kaputt? Ich wollte eigentlich nur versuchen, die Kommode kaputt zu treten. Na gut, Leute, also ich würde mal sagen, das geht Sie wirklich ist nicht. voll. Ja, okay. Das ist der gesuchte Schlüssel. Bingo. Bingo, Bibliotheksschlüssel. Und jetzt müssen wir natürlich den Weg in die Bibliothek finden.
lasst mich raten, da kann ich jetzt durch. Genau, das geht sogar. Ich frische uns mal nur ein bisschen auf. Machen wir uns mal ein bisschen frisch. Aber ich hoffe, dass bald ein Brunnen kommt. Bibliotheksschlüssel. Okay. Also ich weiß jetzt eben nicht... Ah, jetzt geht die Tür auf. In die Bibliothek, jawohl. Die große Bibliothek. Da plätschert's, das klingt gut. Oh. Plätschern heißt eigentlich, dass hier irgendwo ein Brunnen ist. Okay. Wir laufen aber wieder so ein paar von Beck-Typen rum. Also müsste ich jetzt mal einen. Und werden schon auch noch der ein oder andere rumlaufen. Du wirst Augen machen. Ja. So. Der Amerikaner schnappt ihn, wollte er bestimmt sagen. So, jetzt sind wir in der Bibliothek. Ohne genau zu wissen, nach was wir suchen, aber... Das funktioniert nicht. Mal wieder. Sag mal, was funktioniert bei dir eigentlich, Indy? Okay, das sieht so aus, als könnte man hier reingehen und schmökern. Will ich mal noch nicht machen. Das funktioniert nicht. Eine Hochsicherheitsbibliothek, ich verstehe. Gut, dann begeben wir uns mal nach unten. Das funktioniert echt. Das funktioniert. Da ist der Brunnen nämlich. Juhu. Okay. Ganz wichtig jetzt. Cool, dass er übrigens... Achso, die Flasche ist leer. Dass er jetzt auch gleich hier die Indie-Energie auflädt und nicht nur die Flasche. So. Okay. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir hier was... suchen in der Bibliothek und deswegen kann ich nicht interagieren. Das Schöne ist, dass hier keiner mehr ist, wollte ich sagen. Wir brauchen Unterstützung. Unterstützung mehr benötigt. Ja, gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wo wir hier interagieren können sollen. Aber vielleicht zeigt uns das Spiel. Also hier geht's raus, das habe ich jetzt verstanden. Wenn wir gefunden haben, was wir suchen. Wie wir allerdings in die oberen Etagen kommen, hat uns das Spiel noch nicht verraten. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier rein und guck mal, ob ich da drin irgendwie interagieren kann. Nein, da kann ich mich... Kann ich mich jetzt verstecken können, oder wie? Okay, das ist das nicht. Ich guck mal nochmal auf die Ziele, Leute. Finde die Karte des Schlosses. Aha. Ach so. Ah, ja. Also, no interaction hier. Okay. Na. Hier geht's nicht durch. Das funktioniert nicht. Ich habe zwar den Bibliotheksschlüssel, aber das funktioniert nicht. Wo kommen wir denn hier hin? Hier kommen wir rauf. Upsala. Vor die Indie. Indie. Jawohl. Ah, Peitsche. Hier geht's doch auch, oder? Ah, nicht so richtig. Aber vielleicht gibt's hier was zum Einsammeln.
Auch nicht so richtig. Okay, war ja nur ein Gedanke. So. Ups, Peitsche. Das kann doch einen... Der Amerikaner, schnappt ihn! Okay, gut, also, peitsche ich hier wieder mal. Ich weiß nicht genau, warum ich hier die Peitsche ziehen sollte, aber ich tue es jetzt einfach mal. Okay, keine Ahnung. Hier könnten wir nach oben. Ich habe jetzt den Hebel mal bewusst nicht gezogen, Leute. Nicht gezogen, um zu gucken. Gott. Also wir sind jetzt hier ganz oben. Warum willst du denn, dass ich die Peitsche ziehe? Kann ich mich darüber schwingen? Geht das irgendwie? Okay. Also hier habe ich auch einen Hebel. Das funktioniert nicht. Okay. Ich ziehe jetzt mal diesen Hebel. Hebel? Hebel. Er wird mir aber nicht angezeigt, der Hebel. Als wäre hier kein Hebel. Okay. Ah, okay, das ist keine Tür, sondern eine Wand. Ja, ich habe so das Gefühl, dass man sich hier rüber schwingen kann. Ich gehe jetzt aber mal nochmal nach unten. Also ich habe jetzt ja viele Dinge... Indy. Würdest du dich bitte nicht so dämlich anstellen? Ups. Okay, hier ist aber ein Hebel. Den konnte man, glaube ich, ziehen. Jawohl, der geht. Der ist ziehbar. Ah. Oh. Okay. Und hier kann ich jetzt wohl wieder runter, oder? Und okay, die Tür geht auf. Also wir haben jetzt sozusagen eine Abkürzung freigeschaltet. Okay. Also das funktioniert jetzt. Gut. Kann ich jetzt... Nachdem ich den Hebel gezogen habe, den oberen Hebel ziehen. Ja, das geht. Ah. Kronleuchter rauf, Kronleuchter runter. Ich verstehe. Also dann versuchen wir es mal, Leute. Das funktioniert nicht. Ah, warum habe ich es befürchtet? Okay. Dann müssen wir jetzt eine Stufe runter. Meine Gedanken rotieren, Leute. Es ist nicht so leicht, ein Archäologe zu sein. Ihr seht das ja. Runter mit dir in die... Okidoki. Dann holen wir auch den Kronleuchter wieder runter. Und versuchen... Mich würde ehrlich gesagt schon auch interessieren, was da in dem unteren Gang ist. Ob das nur unser Ausweg ist. Ich guck da mal rein, Leute. Nicht, dass wir jetzt hier uns was entgehen lassen. Nachdem jetzt hier auch keine Schergen mehr unterwegs sind. Kann ja auch nochmal aufladen, wenn ich will. Boah, nicht so wirklich nötig, ne? Ja, wie? Geht's denn hier lang? Wir brauchen Unterstützung. Nein. Oh, Indy. Tu doch die Flasche weg. Oh. Hab ich dich. Okay. Jetzt nehme ich die Flasche gerne wieder. Vor allem, weil der Brunnen ist so nah. Hallo? Jetzt aber.
Gut. Peitsche. Na ja, gut, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Indy. So, ich hätte es wissen müssen. Das funktioniert nicht. Okay, ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass das unser Fluchtweg ist. Aber gut, dass wir den schon freigeräumt haben. Also sonst müssten wir das vielleicht tun, wenn wir in höchster Eile sind. Und das wäre jetzt auch keine gute Idee. Das funktioniert ja auch nicht. Hier gibt es keine Leiter nach oben, überraschenderweise. So. Ja, wir erkunden jetzt dieses Schloss äußerst ausgiebig. So. Aber ich glaube, jetzt kommen wir dahin, wo wir jetzt erstmal sein sollten. Genau. Ah. Die Frage ist auch, ob wir alle Türen noch aufmachen. Nein, halt, war das jetzt ein Fehler von mir? Ja, das war ein Fehler. Die Tür geht nämlich nachher auf. Ah, ich bin eins zu hoch. Indy. Du stellst dich aber wirklich an. Jawoll, pack beherzt zu diesen Hebel. Nimm das Hebel. Okay, das Sofa hat uns gerettet. Vor dem Schaden. Okay, hab die falsche Taste gedrückt, sorry. Ich hätte natürlich jetzt erstmal die Peitsche ausrüsten müssen. Und dann springen. Jawoll. Das sah sehr professionell aus. Oh, da fehlt ein Buch. Eine Geheimtür. Dieses Schloss steckt voller Überraschungen. Da fehlt doch was. Ja, aber was? Ein Buch. Nur welches? Ich muss jetzt aber nicht alles absuchen nach diesem meinen Buch. Wahrscheinlich doch. Okay, nochmal kurz auf die... Finde die Karte des Schlosses. Finde einen Gegenstand, mit dem du das falsche Bücherregal öffnen kannst. Medikit, Luger, Revolver... Nee. Nichts geeignetes hier. Ah, das wollte ich zwar nicht, aber okay. Hat auch funktioniert. Ja, gut. Jetzt muss ich hier irgendwo ein Buch suchen. Also ich hätte jetzt ehrlich gesagt als Indy irgendein Buch genommen, aber wahrscheinlich muss es das richtige Buch sein. Sozusagen das Buch der Bücher. Aber wo ist es, das Buch der Bücher? Das bleibt doch die spannende Frage. Hier ein Buch? Okay, das wollte ich zwar jetzt auch nicht, aber na gut. Game. Was kann ich da für ein Buch reintun? Ja, hilft ja nix. Ah, schade. Diesmal hat das Sofa uns nicht so arg gerettet. Aber ein bisschen wahrscheinlich. Okay, na. Wo könnte dieses Buch sein, das wir suchen, Leute? Hier vielleicht. Hier irgendwo. Ist nur eine Flasche. Nee, ich wollte mich nicht ranschmiegen. Ich will ein Buch finden. Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Hier liegt nirgendwo ein passendes Buch. Hier ist so ein prasselndes Feuer, wo ich mir denke... Dahinter könnte sich auch was befinden, irgendein Geheimgang, aber... Ja, Leute, was soll ich meinen, außer... Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wir sind booklose, sozusagen. Aber wo wir das gesuchte Buch herbekommen... Ich fürchte, das erforschen wir erst im nächsten Part von Let's Play Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft. Ich werde mich offscreen mal hier ein bisschen umgucken.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht durch erstmal irgendeine der anderen Türen öffnen müssen, um an dieses Buch zu kommen. Aber wie wir die Türen öffnen sollen, auch das erschließt sich mir im Augenblick noch nicht. Aber wie schon gesagt, das finden wir heraus im nächsten Part. Bis dahin, ciao!